Moin Leute, mein Name ist Koi und hier folgt der zweite Teil zum beliebten Ballistenbild. Ich bin jetzt Ende der gelben Maps, finde meine ersten roten und wollte euch mal den aktuellen Stand präsentieren. Ich habe immer noch keine krassen Sachen ausgerüstet. Ein paar Chaos hier, ein paar Chaos da, um meine Widerstände hochzukriegen und für ein bisschen Schaden zu sorgen. Der Bild performt also sehr gut, gleichzeitig merke ich aber, wie mir der Spielstil, wie schon gedacht, nicht so richtig zusagt. Es ist eben ein Totembild. Während ich das bei Bossen noch sehr, sehr angenehm finde, einfach nur im Kreis zu rennen, während die Ballisten und natürlich die brennende Entzündung die Arbeit machen, ist das für das Clear-Gefühl einfach nicht so geil. Da kann sich die Entzündung noch so übertragen, das ständige Neuplatzieren der Totems und der doch recht hohe Delay zwischen Aufstellen und Schadensausteilung nagt bei mir einfach etwas am Spielspaß. Wenn ihr Fans von solchen Totem-Builds seid, ist das natürlich ein super Ding für euch. Da das sicherlich nächste League in irgendeiner Form genervt wird, solltet ihr diese League, also diesen Build, auf jeden Fall noch ausprobieren. Nervig ist auch etwas die Defensive im Moment noch. Wir haben ziemlich wenig Leben und vor allem keinerlei wirkliche Lebenswiederherstellung, bis auf unsere Lebensflasche. Wenn dann trotz unserer defensiven Auren mal Schaden durchkommt und unsere Flasche alle ist, stehen wir da ohne Hosen. Es sind ja aber noch ein paar passive Punkte zu verteilen und mit besserer Ausrüstung wird die Defensive sicherlich noch ausreichend genug sein. Es ist nur so mein momentaner Stand. Ich habe festgestellt, dass mir die Blight-Mechanik mit diesem Bild eine Menge Spaß macht, also werde ich, wenn ich noch ein paar Atlas-Punkte zusammen habe, wahrscheinlich diesen Bild als Blight-Farmer nutzen. Schauen wir mal, wie das so klappt. Kommen wir nun zur momentanen Ausrüstung, die auch im geschriebenen Guide verlinkt ist. Da stecken jetzt vielleicht so 40 bis 50 Chaos drin, wenn überhaupt, wie gesagt, noch nichts Besonderes dabei. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen, damit euch auch meine weiteren Videos gefallen können. So, fangen wir jetzt mal mit dem Hauptsetup an, jetzt wieder in einem 6-Link, also explosiver Pfeil, immer noch mit schnellerer Angriffe, damit die Ballisten eben schnell angreifen, damit wir diesen Bonus kriegen durch explosiver Pfeil. Je mehr Pfeile im Gegner stecken, desto mehr Schaden. Bestmöglich wollen wir natürlich, dass quasi innerhalb dieser 1 Sekunde Basisdauer wir 20 Pfeile verschießen. Wir haben jetzt momentan 6 Ballisten, 20 Pfeile pro Sekunde, das heißt, jede Balliste müsste 3, noch was Pfeile pro Sekunde verschießen. Wenn wir auf unsere Angriffsgeschwindigkeit schauen, dann sehen wir, das ist jetzt noch nicht wirklich der Fall. Wir sind jetzt auf 2,22 Pfeile, bzw. Angriffe pro Sekunde pro Balliste natürlich. Da sind wir also noch relativ weit von entfernt und deswegen ist auch noch schnellere Angriffe mit drin, weil ansonsten hätten wir ja noch weniger. Ansonsten ist natürlich immer noch das Ballistentote mit drin, sonst könnten wir gar keine Ballisten beschwören. Elementarschaden mit Angriffen für mehr Elementarschaden, was auch das Entzünden verbessert, das ist ganz gut. Dann natürlich immer noch Feuerübertragung, damit sich die Entzündung schön überträgt auf umliegende Gegner und erhöhten Brandschaden. Entzündung macht ja Brandschaden. Das Ganze in einer normalen 6-Link mit ein bisschen Leben, ein paar Widerständen und auf ein bisschen Rüstung habe ich hier geachtet. Ihr könnt auch auf Ausweichheit achten, beides natürlich auch, aber ich wollte hier eine Menge Rüstung haben, das heißt eine Menge, ein kleines bisschen Rüstung. Und die hat, glaube ich, so 25 oder 30 Chaos gekostet. Es gibt auch schon welche mit geringeren Werten, die kosten natürlich dann nicht so viel. Also Hauptsache eine 6-Link-Rüstung mit irgendwelchen Werten drauf. Am besten natürlich Leben, Widerstände und Attribute. Ansonsten haben wir im Helm jetzt hier noch die Anmut-Aura mit drin. Das heißt, wir haben jetzt Anmut als auch Entschlossenheit. Entschlossenheit bringt uns Rüstung, Anmut gibt uns Ausweichwert für optimale Defensive. Das Ganze dann nochmal mit dem Trotzspanner, das auch nochmal prozentual beides erhöht. So kommen wir eben jetzt auf eine gute Defensive, wenn wir noch ein bisschen mehr Lebensregeneration hätten. Und ansonsten ist hier noch drin Entflammbarkeit, immer noch der Fluch, um den Feuerwiderstand des Bosses zu reduzieren. Das Ganze im Helm hier ist Draconia Schädel, den habe ich einfach nur genommen, weil ich ihn gefunden habe und er eben ziemlich gut ist. Eine Menge Ausweichwert, eine Menge Leben, Angriffsgeschwindigkeit, alles das, was wir also brauchen. Kommt vielleicht später auch nochmal raus, aber momentan ist er einfach ziemlich gut und deswegen nehme ich ihn auch so. Generell ansonsten bei der Ausrüstung wie auch vorher schon Leben, Widerstände und natürlich auch Attribute. Was jetzt eben noch hinzukommt, jetzt so im späteren Spiel, ist auf jeden Fall sowas wie auf dem Amulett hier Multiplikator für Schaden über Zeit. Das gibt es zum Beispiel auch auf Handschuhen zu finden. Generell natürlich erhöhter Schaden über Zeit, erhöhter Feuerschaden. Und was auch wichtig ist, gerade auf Amulett und oder Ringen, Genauigkeit. Wir brauchen dringend Treffgenauigkeit. Ihr seht, ich habe hier eine Chance von 91%. Das ist viel zu wenig. Wir wollen natürlich bestmöglich 100% haben. 97% würde auch noch gehen, aber 91%, vor allem 81% gegen ausweichende Gegner, ist viel, viel zu gering. Da brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Genauigkeit auf unserer Ausrüstung, zum Beispiel Amulett und oder Ringe. Das fehlt bei mir also noch. Ansonsten hier einfach nur Leben, ein paar Widerstände. Fügt Angriffen Blitzschaden zu, fügt Angriffen Kälteschaden zu, ist auch immer noch gut. Ja, kein Feuerschaden. Das ist eben wichtig, dass es kein Feuerschaden ist. Oder auch Angriffsgeschwindigkeit
lohnt sich auch immer noch. Aber wie gesagt, jetzt als nächstes kommt auf jeden Fall noch irgendwie mal Treffgenauigkeit mit rein, weil wenn wir schon Pfeile verschießen, dann müssen die natürlich auch treffen, sonst bringt der Bonus hier auch wiederum nichts. Was auch neu ist, ist hier Dämmerung der Dyade. Das ist ein Gold, den wir jetzt bis zum Ende behalten werden. Leben, Widerstände, super und vor allem hier durch euch verursachte Entzündungen mit Angriffen verursachen den Schaden 35% schneller. Das heißt, wir machen mehr Schaden pro Sekunde und da wir die Gegner ständig neu entzünden, ist das auch egal, dass die Dauer dadurch quasi reduziert wird. Wir machen so einfach mehr Schaden und deswegen ist der Gürtel wunderbar. Ansonsten habe ich hier noch einen Steingolem drin für Lebensregeneration und wie gesagt hier Entschlossenheit. Die Handschuhe sind auch einfach nur viel Leben, viele Resistenzen, Rüstung, Ausweichen, alles sowas. Kommt später wahrscheinlich auch nochmal raus mit Multiplikator für Schaden über Zeit, Angriffsgeschwindigkeit, Treffgenauigkeit, wie gesagt, alles sowas. Und dann haben wir jetzt hier noch in den Schuhen was Neues, das ist die Flammenwerferfalle zusammen mit der Unterstützung Entflammen. Das heißt, wir werfen diese Falle auch nochmal bei Bossgegnern, diese entzündet dann die Gegner und so kriegen die Gegner auch nochmal minus 10% zum Vollwiderstand. Ist jetzt nicht so die Welle und ich hasse es eigentlich, dass ich dann nochmal extra Knöpfe drücken muss, aber naja, es sind nochmal 10% mehr Schaden, ne? So ungefähr. Deswegen nehmen wir das mal noch mit und hier ansonsten immer noch Flammen. Sport als Bewegungsskill. Bei den Schuhen auch Leben, Widerstände, mehr Bewegungsgeschwindigkeit wäre natürlich nicht schlecht. 10% ist ein bisschen wenig. Im Bogen ist hier immer noch Wahl-Lavaschilde, beziehungsweise generell die Lavaschilde als Verteidigungsskill mit drin und wichtig natürlich Präzision für die Treffgenauigkeit, die wir auf jeden Fall brauchen. Ansonsten ist immer noch Sturmwolke. Ich habe den ausgetauscht gegen eine Version, die ich gefunden habe, die nochmal mehr Angriffsgeschwindigkeit hatte und ansonsten immer noch derselbe Köcher mit plus 1 zur maximalen Anzahl an beschworener Totems. Bei dem Fläschchen immer noch eine Lebensflasche, die immun gegen Blut macht. Dann haben wir noch eine Mana-Flasche. Falls wir mal zu oft die Ballisten beschwören und das Mana dann alle ist, dann haben wir wenigstens nochmal Mana zurück. Dann, wie angekündigt, ein Quarzfläschchen mit der Schemenform, sodass ich einfach durch Gegner durchlaufen kann. Wunderbar. Die Mods auf dem Fläschchen sind jetzt noch nicht final, das ändert sich vielleicht auch alles nochmal. Ein Quecksilberfläschchen für mehr Bewegungsgeschwindigkeit und Anti-Einfrieren. Wir sind später natürlich übers Pantheon immun gegen Einfrieren, jetzt noch nicht und deswegen noch die Flasche dazu. Und ansonsten Granitfläschchen für mehr Rüstung und auch mehr Ausweichwert. Wunderbar. Beim passiven Baum Aszendenz habe ich ja schon erklärt. Ich habe jetzt also noch diesen Punkt mitgenommen. Herz der Zerstörung für mehr Elementarschaden gegen Bosse. Und danach kommt wahrscheinlich noch Gebieterin der Stürme mit dazu für diese Schocknummer, damit wir da auch nochmal mehr Schaden machen. Ansonsten beim passiven Baum hat sich nicht viel getan. Wir sind hier wie gesagt weiter runtergegangen. Hier gibt es nochmal so ein paar Ausweichwertpunkte mit der Meisterschaft, dass Anmut nicht so viel Mana reserviert, damit wir auch immer genug Mana haben. Ansonsten, hier gibt es noch einen Feuerpunkt, hier gibt es ein paar Bögenpunkte und hier gibt es eben nochmal ganz viele Totempunkte. Hier auch nochmal eine maximale Anzahl dazu, hier ein bisschen Totemverteidigung. In der Meisterschaft ist drin, dass die Totems die Gegner verspotten, wodurch sie quasi die Totems angreifen statt uns. Auch nochmal so ein defensiver Layer obendrauf, sehr gut. Was dabei auch noch hilft, ist diese Meisterschaft, dass 5% des Schadens erstmal von den Totems abgezogen wird, bevor es an uns abgezogen wird. Sind nur 5%, aber ist eben auch mal ein bisschen weniger Schaden, den wir erleiden. Und die Totems halten das ja sicherlich mal aus. Was ansonsten noch neu ist, ist das Juwel hier, Splitterregen. Verringerter Totemschaden juckt uns zum Glück nicht, weil wir machen hier Entzündungsschaden. Und der wird für diesen verringerten Totemschaden, ist dem vollkommen egal. Und dafür feuern unsere Totems aber nochmal zwei zusätzliche Projektile, wodurch die Clear einfach besser wird, weil wir so mehr Gegner treffen. Bei Bossen ändert das leider nichts, weil immer so ein Boss nur von einem Projektil pro Schuss Ladung getroffen werden kann, aber es sorgt eben für eine bessere Clear. So, also erstmal zum Update. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wenn noch Fragen sind, gerne in die Kommentare damit. Schaut auch mal in den geschriebenen Guide. Dort ist alles verlinkt. Schaut mal bei Twitch vorbei. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video.